Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sims. Hi, ich springe sofort um. Das sind wir schon im Interface von Sims. Ich hoffe, ihr habt alle bis jetzt einen schönen Tag gehabt und einen schönen Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. So halb erlebt. Es ist ja noch nicht so wirklich ganz Wochenende. Ja, ich habe versprochen gehabt, dass wir das Sims mit allen Erweiterungen spielen und dann fiel mir auf, ich habe zwei nicht. Die werden noch nachgeholt, aber nicht mehr diesen Monat, sondern nächsten Monat erst. Aber ja, wir machen mal ein neues Spiel. Bist du aber neu bei Sims 4? Nee, ist zwar schon ewig her, aber so neu jetzt auch wieder nicht. Deswegen, ich kenne die ganzen Neuerungen durch die letzten Erweiterungen gar nicht mehr. Hallo, möchtest du meine Geschichte erzählen? Wir beginnen mit einem lustigen Persönlichkeitstest. Anstatt diesen kannst du mein Aussehen gestalten. Das ist neu mit einem Persönlichkeitstest, oder? Okay, ich bin ein junger Erwachsener. Gehe gerne im Park rum. Alle Hunde zu streicheln. Was für die Auswahl des Wohnorts am wichtigsten? Mein Reichtum zu zeigen, Platz, um Gäste unterhalten zu können. Ich liebe das Leben in einer Gemeinschaft. Viel sich geändert hat, WTF, ja. Ich habe Sims jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ich habe das letzte Mal letzten Dezember gespielt, also 10 Monate her, ungefähr. Platz im Gäste halten zu können. Was der Garantie zu besitzen ist, ihm Tricks beizubringen, meine Katze schon zu hören, ihm für immer ein Zuhause zu schenken. Boah, ich hätte so gern Haustiere. Bei gesellschaftlichen Ereignissen keins davon. Was weiß ich über Vampire? Gruftis mit großen, spitzen Zähnen, Kreaturen aus der Jugendliteratur. Vampire sind immer eine blutige Angelegenheit. Wow, der Spruch könnte von mir sein. Und hallo Emily, ich hoffe, du hast einen schönen Tag und dir geht's gut. Kannst du das schon mit dem Geschichte erzählen aus Sims? Also, mir ist das komplett neu. Ja, komm, weil es einfach so ein Spruch von Nolan sein könnte. Was würdest du nächsten wenn er Mondfinsternis tun. Meinem Schatz den Anblick genießen. Liebsten mag Leute, die ein gutes Herz haben, interessant sind. Am liebsten mag ich Leute, die Hunde. Okay. Am liebsten mag Leute, die Hunde. Was ist das? Ein gutes Herz haben. Wie komme ich über die Runden? Mit Intelligenz und harter Arbeit. Ich leihe mir Sachen aus. Ich schnorre bei Freunden. Nein, mit harter Arbeit. Was verstehe ich unter erfolgreich sein? Viele Freunde zu haben, reich zu sein, die Welt zu verbessern. Schwierig. Das ist schwierig. Hunde sind gute Herzen. Das stimmt. Jedenfalls die meisten. Beziehungsweise die Hunde sind ja eigentlich immer lieb von Natur aus. Die werden nur durch manche Menschen ein bisschen verdorben. Ja, Hunde was? Essen? Wir sind nicht in China, Emily. Und jetzt sind wir gerade sehr rassistisch. Meine Lieblingsbeschäftigung am Abend ist, mit Teleskop und Sterne schauen, Fernsehen, meinen nächsten Schachzug planen. Okay. Was halte ich von Sonnenlicht? Zu hell, es gibt nichts Schlimmeres. Sonnenlicht verleiht mir Energie. Es wird von einem Zwergplaneten abgegeben. Schlafe ich am liebsten in einem Bett, in meinem Rennwagen, in einem Sarg. Ich schlafe einfach, ja, wenn ich schlafen kann. An meinem Bett. Was? Ich wollte eigentlich uns erstellen. Was ist das? Was soll das? That's you. Hammer, da habe ich aber das Geschlecht rasant geändert, du. Wow. Wir sind immer noch männlich. Ach nee, Hautfarbe ändere ich ja später. Das machen wir alles später hier. Was hier alles ist. Obwohl ich eigentlich gerne Vampir ausstellen würde. Wie geht denn das nochmal? Wie kann ich jetzt ändern, dass ich Vampir bin? Musst du das gerne wechseln, dann bist du das. Cam unten links oder unten rechts. Du bist ein Vampir. Ach, das kann ich nicht mehr ändern. Okay. Dann bin ich wohl Vampir. Ich
Pack ich mal hier hin. Gucken, ob das besser ist. Was haben wir hier? Oben links. Was oben links? Nein. Das wollte ich nicht. Geil. Kaum drin. Ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Wo das Symbol ist, Vampir-Symbol ist. Nee, ich klicke da drauf, passiert nichts. Ah, egal. Dann sind wir einfach Vampir. Dann ist das so. Oh Gott. Ich hab das schon alles ewig nicht mehr gemacht. Ich bin aber gerade bei mir in der, ja, normalen Form. Ja. Das Gesicht ist auch nicht unbedingt ich. Warte mal kurz, machen wir mal kurz die Cam auf. Dann kann ich mich auch besser angucken. Ha. Ist das nicht so wirklich mein Gesicht? Gibt es irgendwie ein vorgefertigtes Gesicht, das mir relativ ähnlich ist? Sich selbst erstellen ist. Uff. Überhaupt nicht mein Fall. Davon sieht mir einfach keiner ähnlich, finde ich. Oder also, Chat, findet ihr davon, sieht mir irgendjemand ähnlich? So. Irgendwer? Nur grob. Ich meine, die Feinheit können wir ja gleich noch machen. Well, nee. Okay. Vampir-Archetyp. Nee, das ist ja für. Ja, okay. Hautdetails. Ja, eigentlich habe ich die. Aber nicht ständig. Leberflecken. Bin auch gleich drin in sowas. So, Leberflecken habe ich ja eigentlich überall im Gesicht. Daher ist das. Okay. Nee. Ich hab doch nicht die Kritze. Bin darin auch nicht so gut. Naja, gut. Ein paar von deinen Sims, die uns darstellen sollten bei deinem Sims Let's Play, fand ich echt gut, Emily. Aber manche waren so. Hab ich nicht so gesehen. Aber. Das ist. Vampirmund. Nee, den will ich eigentlich nicht. Und ich hätte gerne auch, wenn die normalen, also normalen Vampirzähne, nicht die Vampirhasenzähne. Wie denn zum Beispiel, oh Gott, da müsste ich schon mal nachgucken. Ach nee, kann ich nicht, wie ging das mit, ja. Nee, mach erstmal das Grobe drumherum und dann machen wir den Rest. Ich habe rote Haare, boah, kann ich diesen Bart wegmachen? Das ist ja schrecklich. Ich habe rote Haare. Auf den roten Haaren habe ich. Lang? Ne, so lang jetzt auch wieder nicht. Mittel dann halt eher. Bitte, der Dirty Sanchez geht halt wirklich nicht. Ne, der geht auch wirklich nicht. Ich habe mir früher tatsächlich immer die Frisur gegeben bei Sims und ich finde, es ist auch immer noch die, die am ehesten passt. Ich weiß jetzt nicht, was noch so dazu kam. Nee. Was gibt's denn noch so für Frisuren? Ja, ich glaube, wir gehen mit der Frisur, würde ich sagen, bei mir. Normalerweise. Wenn ich jetzt nicht einen Zopf habe, wie jetzt. Mir gefällt aber die Hautfarbe noch nicht. Irgendwie so. Na, das schon hier. Ja. Ja. Ist jetzt für immer eingestellt oder? Besser. Hüte. Ich trage. Ja doch, ich trage ab und zu Mütze. Gibt's so eine ähnliche Mütze? Nee. Das sieht aus wie so eine Gebetskappe von jüdischen Menschen. Hotdog. Das, hä?
Bin ich blind? Oder ist das, das ist nicht der Hotdog, oder? Ich meine, so weit geht natürlich auch. Da ist es natürlich, ja. Das Würstchen ist total vom Hotdog, echt. Ja, okay. Oh Gott. Eieiei. Accessoires. Na gut, ich trage keine Brille. Ich habe leider keine. Der Gockel, bitte. Nix da. Habe leider jetzt auch nicht wirklich Ohrringe. Die Kette würde ja gehen. Das passt ja so ein bisschen zu der, die ich anhabe. Ein bisschen jedenfalls. Ich finde das Face echt, echt hübsch. Ja, das ist schon mal nicht meins. Make-up. Nee, Make-up brauchen wir sowieso nicht. Was haben wir denn hier? Wie siehst du denn aus, Kollege Schnürschuh? Ich finde, vom Körperbau her geht es sogar. Muss ich sagen. Oder? Wir machen dich mal komplett nackig hier. Einfach mal zu gucken. Ja, ich finde, der Körperbau geht nicht klar. Die vorgefertigten Looks wollte ich nicht. Ich wollte gucken. Tattoos wollte ich gucken. Du bist hübsch. Was ist denn los mit dem Chat heute? Ihr seid so lieb zu mir. Gut, von den ganzen Tattoos habe ich natürlich jetzt so in Realität keins. Muss man dazu sagen. Aber den Sim würde ich direkt daten. Okay. Ich tue dir keinen Zwang an. Ja, ist das so? Oh, nee. Ja, ich finde, das geht. So, gucken wir mal. Alltagskleidung. Da bin ich ja eigentlich Fan von Kombinationen. Oder wir machen den Yeti. Das geht auch. What the fuck? Wie viel habe ich bitte verpasst? Okay, das ist ja eher für kältere Angelegenheiten, würde ich jetzt sagen. Oh. Okay, es gibt einige neue Klamotten, die ich noch wirklich echt noch gar nicht kenne. Steht hier? Ja, das ist klar, das steht mir natürlich. Wie viele Farben gibt's das? Braun. Okay, what the fuck. Das ist halt schon not bad. Den würde ich daten. Ach du Jemine, obwohl das ja auch immer total gut ist. Das war Waschbär. Oder so. 1:1 Yeti Nolan, ja. Definitiv. Aber ich finde, der ist ja auch nicht schlecht, das Outfit. Wohl. Ja. Gibt schon ein paar gute Sachen hier. Die Noctis-Klamotten finde ich immer noch cool aus Final Fantasy 15. Die finde ich immer noch echt cool. So. Da wir hier aber anscheinend nicht das kriegen, was ich gerne hätte, gucken wir nochmal so hier. Aber nicht so haarig. Wenn ich mich nicht rasieren würde. Hm. Nee. Gibt's hier auch irgendwie Pullover mit Knöpfen? Sweatshirts. Sweatshirts, das finde ich gut. Ja, die sind dementsprechend Farbe. Wenn ich zuerst so eine vernünftige Hose finde. Und Schuhe. Waren hier auch Socken mit dabei? Ne, wo waren die denn nochmal? Da. Ja, nehmen wir jetzt einfach die normalen schwarzen Socken. Ich habe eh selten andere. Ja, würde ich sagen, alte Klamotten für mich sind schon mal Fetch. Was ist das? Ausgehklamotten. Man könnte meinen, ich würde gerade den Arbeitskittel tragen. Bis zum Ausgehen. So.
What the fuck? Weiß ich ja jetzt nicht unbedingt. Da hätte man ganz gerne mal Kombinationen als Ansicht. Nein. Nein. Ja, ach so, kleiner geht ja nicht. Ja, weil männlich geht ja nicht. Sieht echt nach Arbeit aus, ja, sag ich doch. Aber deine vorgefertigte Looks, okay. Das sind jetzt alle nicht so mein Fall. Muss sagen. Was haben wir denn noch so hier? Das war, glaube ich, das, was ich anhatte, ne? Ja. Das sieht einfach aus wie ein Arbeitskittel. Der Inder passt voll zu dir. Warte mal, was? Das erste hier, dann war das. Das da. Sehe ich, also da sehe ich mich jetzt nicht so drin. Muss ich leider gestehen. Yes, nee. Mit Knöpfen. Viel Auswahl haben wir da jetzt nicht. Ja, ich mag es da eigentlich relativ schlicht eigentlich. Muss ja jetzt nichts Großartiges sein. Dass die Hosen von den Sims immer so weit so. Was ist das? Hält das die Nieren fest oder ist das. Hosen hauteng. Nein, Jeans geht auch nicht. Dreiviertelhosen mal weggehen. Nee. Das wird nicht passieren. Mit einem Lama-Gürtel. Das finde ich cool. Gibt es die auch eher in so einem Ton wie das. Naja, ist das eigentlich noch am. Ehesten. Aber die Schuhe gehen gerade mal gar nicht, fällt mir gerade mal so ein. Ich hab da oben noch einen Ohrring, sehe ich gerade. Nope, ich besitze keinen. Howdy, Partner. Ja gut, aber von, ich finde von den Weggehhosen, finde ich das gerade sehr schwierig. Weil die halt auch alle so ewig an der Hüfte hängen. So, was ist das? Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ja, ist okay. Sportkleidung. Ich meine, Jacke mit T-Shirt sehe ich, aber diese Hose geht einfach mal gar nicht. Was soll das mit dieser Hose? Das ist eher so eine Hose, die ich glaube ich anziehen würde. Ganz gern noch das Oberteil, dankeschön. Gott. So. Ich glaube, farblich passen die Sachen. Sport, Fake News. Du kannst mich mal. Farblich passen die Sachen natürlich nicht so ganz aufeinander. Das geht aber noch, finde ich. Ich finde, das geht. Leon bei mir nicht so eine Shorts an. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist viel zu lange her. Ich muss zugeben. Ich trage keine Schuhe beim Schlafen. Mit einem bauchfreien Top. Ich muss die Sachen, glaube ich, nochmal angucken. Kann, glaube ich, gut sein. Ja, gibt's ja noch was. Aber nicht in der Farbe, sondern. Ja, so sehe ich. Könnte wirklich aussehen, wenn ich ins Bett gehe. Das stimmt schon. Ausgehkleidung. Hat war ja nochmal was anderes als. Ja. Stimmt. Was ist das? Warum? So. Nee. Nee. Wirklich. Oh Gott, dieser Ausschnitt. Ich sehe schon, es gibt einige neue Klamotten bei Sims. Ich hab das schon, ich sehe das schon.
Merkwürdige Hose. Ist aber krass, wie sexy kleine Sachen bei Sims sind. Wie erst so schön, die Kleidung definiert nicht dich, du definierst die Kleidung. Ja, machen wir mal so wie. Eigentlich so. Lassen wir es schwarz. Badekleidung. Ne, die steht mit Sicherheit nicht. So nicht. Da kann der Charakter mit ganz besonderen Stil machen. Ja, der Stil ist ganz besonders, Junge. Gibt's die irgendwie noch in. Das ist okay. Ach, Sommerklamotten. Müsste bei mir dann eigentlich auch wieder, weil Sommer, ein Tanktop sein. Das ist ganz cool. Ja. Ich sollte öfter mal darauf achten, ob ich Accessoires trage oder nicht, fällt mir gerade mal ein. Wurscht. Ja, ansonsten. Das wird eigentlich schon relativ realistisch, lustigerweise. Ich finde gut, dass wir jetzt bei mir sogar schnell durchrennen und gleich bei den anderen ich wahrscheinlich verzweifeln werde. Das weiß ich jetzt schon. Nee, das wollte ich erstmal Kombination gucken. Für den Winter, genau, aber das fand ich ja ganz cool, bei einer anderen Farbe vielleicht. Hm. Nicht schlecht aus. Oh Gott, diese Boots. Ich glaube, das letzte Mal habe ich solche Boots getragen als Kind. Als kleiner Stöpsel. Oh ja, bitte diese Schuhe. Ist noch dezenter. Oh Gott. Bei mir wird ein Veto-Recht anfordern. Ja, dort kann jeder von euch gerne so viel wehtun, wie er möchte. Ob ich das dann mich da dran halte, mal gucken. Oh Gott, diese Stile. Nee. Nee. Das ist okay. So, gesichtstechnisch. Vor allen Dingen erstmal augenfarbentechnisch. Weil das sind nicht meine. Das sind auch nicht meine Augen. Jo. Ugh, Boots. Ich habe nicht so das lange Gesicht, oder? Ich muss echt mal die Kamera mal anmachen hier. Ich finde, ich hab ein sehr. Eckiges Kinn, oder? Ja, würde ich sagen, eigentlich. Ich hab ein sehr eckiges Kinn. Die Augen gehen halt an sich eigentlich auch nicht. Nee. Nein, ich habe keine. Ich habe zwar kleine. Also ich habe zwar. Kleine Augen. Aber nicht asiatisch. Oh Gott. Wird immer schlimmer, je mehr ich anklicke. So kleine Clubs habe ich jetzt auch nicht. Schwierig, schwierig. Ein Kanisterkopf hast du jetzt nicht. Kanisterkopf für. Breit oder kannst du ja größer ziehen? Ja, aber das. Oh Gott, nee. Bitte lass das mal. So mach ich die nur höher. Generell. Ich finde von der. Okay, die Augenbrauen gehen auch gar nicht. Oder? Schwierig. Nein. Ja, so in etwa. Wo die am Ende nicht so hoch gehen. So? Ah, doch, so ein bisschen. Auch wenn ich ja eigentlich dann so. Eher so zwischen den beiden Farben habe tatsächlich. Oder? Na, ist ja eigentlich. Eigentlich mehr dunkelblond, also eigentlich müssten wir dann so gehen. Wo ich mir eigentlich. Das sieht besser aus.
die Lippen. Aber auf jeden Fall dünnere Lippen als der, finde ich. Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, doch, das könnte passen, weil dieses hier an der Oberlippe habe ich ja auch. Wieso gibt es eigentlich immer noch keine Piercings in Sims? Oder gibt es die schon mittlerweile? Gab es die nicht schon? Nee, ne? Nee, nur durch Mods, glaube ich, gab es die. Gut, die Nase. Hab eigentlich einen sehr dominanten Zinken im Gesicht. Mods ja, sonst leider nicht. Ja, dachte ich mir schon. Aber es gibt so viele Mods. Ja, das stimmt. Alter, Vater. Das ist zu stupsig. Das ist zu... Alter. Okay, da war die Nase, die wir als erstes hatten, tatsächlich noch am nächsten dran. Ich finde, das ist jetzt nicht die beste Leistung, aber ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm, oder? Also ich finde, es passt schon für, also ja, ich finde, es geht. Vampir-Ich haben wir jetzt auch noch, gell? Oh Gott. Was wir eigentlich so lassen könnten. An sich. Sollen wir jetzt noch ein extra Vampir-Ich hier stellen oder soll das beim Vampir auch so bleiben, wie ich jetzt so bin? Könnt ihr gerne mal schreiben. Dein Sim, deine Regeln. Ja, trotzdem. Ich will mich jetzt auch nicht unbedingt gerade stundenlang mit der Erstellung aufhalten, obwohl ich gerade sehe, dass wir schon ziemlich lang dran sind. Oh, wow. Daher würde ich eigentlich tatsächlich sagen, vielleicht die Hautfarbe noch anders, aber ansonsten. Nee, so nicht. Schwierig. Da muss man, sonst sehen die Sims nicht so aus wie die Leute, die sie abbilden. Was? 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 Das habe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja gut, wir können ihm einen Klamotten geben, das stimmt schon. Schon damit beschäftigen, ja, das ist auch wieder wahr. Ich glaube, ich werde ein Hotdog-Vampir. Ja, doch. Wie wäre ein Hotdog-Vampir? Die finde ich alle jetzt nicht. Das geht noch. Tatsächlich finde ich vom Vampir her. Na, zu viel Gesicht ist auch doof. Vampir-Augenhöhlen. Na, die habe ich auch so. Ohne dass ich jetzt Vampir bin. Ah, so noch. Vampir-Brauen. Den müssen wir jetzt auch nicht haben. Ich finde schon, wir sehen schon deutlich schlechter aus als vorher. Okay. Ja. Nee, was? Wieso? Ach nee, ach komm.
Warum? Warum tust du mir das anspielen? Wieso? Shit, ich werde die Sachen, die ich vorher ausgewählt habe, sicher dich nochmal finden. Das weiß ich doch jetzt schon wieder. Doch, das hatte ich. So, und die Hose war... Oh. Nee, das ist zu viel. Nee. Shit, welche Hose war das nochmal? Fuck it. Jeans war das, glaube ich, gell? Weiß nicht. Die war das, glaube ich, in dunkel. Jo. Dann machen wir schon mal den Namen. Oben rechts. Hier habe ich ja. Wie laufe ich denn? Standard momentan. Gibt es mittlerweile auch mehrere Gänge als vorher? Nee, eigentlich nicht. So laufe ich nicht. So laufe ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich laufe. Das müsst ihr mir jetzt sagen. Schluffen. Ich schluffe. Also eher so das hier, so oder was? Obwohl das aufpassen würde zu mir eigentlich. Obwohl die sind halt relativ langsam unterwegs dann. Das geht halt gar nicht. Und dann brauchen die ja Stunden, bis sie ankommen. Und das hier bin ich, oder was? So, ist okay. Okay, meine Stimme kann ich nicht einschätzen. Das ist so... Sagen, ich kann schluffen, aber naja. Ne, es gibt ja gar nicht, ich kann nicht wirklich so einen schluffenden Gang finden, also. Ist das so meine Stimme oder ist das zu. Na, brüchig würde eigentlich schon passen. Ah, ich glaube schon. Ach krass, ich kann das nicht mehr ändern hier mit Tierfreund. Andere Tonart. Moment. Ich meine, ich höre meine Stimme eh höher als ihr sie, glaube ich, hört. Das sind ja eher so die. Da sehe ich mich nicht so. Also wenn sehe ich mich echt noch so hier in dem tiefer, nicht höher, hört man selbst. Ich will eine Hexe sein. Okay, ja, Emily, wir kommen gleich zu dir. Oh Gott, nee. Ja. Für das klingt ganz gut. Meine Geschichte. Was? Kriere Verbrecher. Warum? Ach nett, ich bin nur noch böse. Okay. Okay. Was zum... Das kann ich dann auch nicht mehr ändern. Das finde ich kacke. Passt eigentlich. Dann passt es nicht. Okay. Okay. Da haben wir das schon. Mist. Mist. Aber gut, dann bin ich ja soweit fertig. Und dann machen wir als nächstes, glaube ich, Emily, würde ich sagen. Was ist das? Kopien, Dunkelform und Sim? Nee. Ein Sim hinzufügen. Sim wirklich hinzufügen. Neuen Sim hinzufügen. Tier hinzufügen. Kulten-Sim aus der Galerie oder Genetik-Experiment. Ja, wenn ich jetzt aber eine Hexe mache, Emily, von dir, können wir von dir ja gar keine Geschichte erstellen. Das ist auch langweilig. Auch wenn ich wahrscheinlich schon für dich entscheiden würde, aber hey.
Weil ich meine, wir könnten einen coolen Sim machen. Oder halt über Geschichte. Machst du die Geschichte zur Hexe? Ich weiß halt nicht, inwieweit das beeinflusst. Also ich... Okay, also man hat bei der Vampirfrage vielleicht schon merken können, man kann Fragen ja wegdrücken. Ja, hast auch wieder recht. Machen wir mal über Geschichte.